Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. Hier. Ja, hi Leute. Ne? Ja, es ist ja der zweite Weihnachtstag und so. Ja, wir lassen langsam das Jahr ausklingen. Ich sitze hier, ja, habe eh schon ein bisschen zu viel, ne, ja, gegessen in der letzten Zeit und zu wenig getan. Esse hier Schwarzwälder Kirschtorte. Die ist echt lecker. Aber das ist noch so ein Herzensprodukt, ne? Mit den T-Shirts, das ist alles gut gelaufen, kann man mal erwähnen. Und so, die gehen jetzt bald los per Post. Und ich wollte mich einfach mal bei meinen ganzen Leuten bedanken. Ja, ne? Ich komme ja immer manchmal so ein bisschen brummig rüber und dann sagen die Leute, ja, Mensch, Roller Rolf, ne? Aber das ist halt so, ich habe halt auch so eine Stimme, die so ein bisschen energischer ist und das musst du auch, wenn ich, wie ich jetzt Trainer bist und so. Ne, aber das ist alles immer nicht so schlimm gemeint. Deswegen will ich mich bei allen Leuten bedanken, die mich abonniert haben, die meine Videos gucken, die natürlich auch liken. Wünsche euch allen, ne, Weihnachten haben wir jetzt hinter uns, dass er noch diese Woche bis Jahresende sowieso erstmal gut übersteht. Und so dann gut reinkommt. Silvester wird ja auch wieder ein bisschen kritisch. Wir haben alle Stubenarrest, Ausgangssperre, tralala. Ne? Ja, so ist das halt. Ne? Wir können es nicht ändern. Und wenn es dann wieder losgeht, ne? Ja, und wir dann wieder wissen, was ist wirklich richtige Freiheit, ne? Das ist ja das Schöne immer. Wir müssen immer das Positive sehen an so einen Sachen. Augenblick, alles ein bisschen kacke, ich kann nicht schrauben und und. Na, das ist alles doof, na, Wetter ist auch scheiße. Also werden wir dann natürlich irgendwann, wenn Impfungen und diese ganzen Dinge gelaufen sind, unsere Freiheit noch mehr genießen und so wieder Sport treiben können. Nicht nur draußen rumjoggen, spazieren gehen, sondern auch ein bisschen was für die Muckis tun und all diese ganzen Dinge, die wir jetzt natürlich vermisst haben. Na? Deswegen wünsche ich allen, na, bleibt gesund, na, haltet den Kopf hoch, ne? Wir werden das überstehen. Wir haben ganz andere Sachen im Leben schon überstanden. Wir leben in einem geilen Land, ne? Mit geilen, tollen Leuten, wie man ja hier auf dem Kanal sieht und so, wo alles schön ist. Und deswegen sollten wir uns davon nicht runterkriegen lassen. Ne? Das ist hier nicht die Neujahrsansprache von Miss Merkel oder so. Aber trotz alledem sage ich euch allen Dankeschön. Ne? Ich muss ja auch, ne? Ja. Ich bin ja nun Gruppe 3 irgendwie mit Impfen, ja, kurz, wenn du kurz vorm Tod bist. Und so, ne, muss ja auch ein bisschen warten noch. Aber es geht bald wieder los. Und für die Leute, die dann die große Freiheit genießen wollen, hänge ich jetzt hier noch ein Video hinter, wo ich mal zwei Teile von gemacht habe. Ne, Roller kaufen, weil dann geht es ja wieder los. Ne, ich freue mich da schon drauf, wenn ich auf meine Helix setzen kann. Mich setzen kann und kann euch besuchen kommen. Wir lernen uns persönlich kennen, weil es wirklich so tolle und nette Leute sind. Ne, das wollte ich hier einfach mal zur Sprache bringen. Ansonsten esse ich jetzt meinen Kuchen. Ne, ja, gucke noch ein bisschen in die Flimmerkiste rein. Ja, ich bin begeistert. Da gibt es wieder so Hammersachen. Und dann in 2 Stunden, wenn ich das verdaut habe, hier, ja, Schwarzwälder Kehl nochmal. Ich weiß, man soll nicht essen. Na, und mit vollem Mund spricht man nicht, ne? Aber wir kennen uns ja alle schon. So, dann werde ich versuchen, ein bisschen Sport zu treiben, damit ich das hier wieder runterkriege. Ich kann das ja mal erwähnen, das sind hier 2 Stücken Torte. Dafür müsste ich ungefähr, ne, 2 Stunden joggen gehen, damit ich es dann wieder runterkriege. Okay, liebe Leute, also wie gesagt, Dankeschön. Ne, nochmal aus meiner schönen Tasse hier, Roller Rolf. Ein Schlückchen Kaffee. Und wir sehen uns dann bald hoffentlich mit neuen Videos und nicht irgendwelchen alten Zusammenschnitts. Ansonsten, Mensch, jetzt sind über 500 Stück, die könnt ihr nicht alle gesehen haben. Ne, dann guckt euch die an, wenn ihr Langeweile habt, so wie ich natürlich auch. So, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Diesmal möchte ich einfach mal ein Video machen, weil ich da im Internet einiges gesehen habe, habe auch einige Anfragen gekriegt. Ich will mir einen Roller kaufen. Für das Neue habe ich aber jetzt nicht das Geld, also möchte ich mir gerne einen Gebrauchten kaufen. Rolf, hilf mir bitte, Roller Rolf, worauf muss ich achten? Also gehe ich jetzt mal bei, mache 2 Teile, die nicht ganz so lang sind, wo ich euch vernünftig erkläre, was da wirklich wichtig ist.
Also, nehmt euch einen Helm mit. Ganz wichtig, weil der erzählt euch, nehmt meinen Helm, der passt nicht oder habe ich gerade nicht hier. Also, einen Helm mitnehmen. Kann man sich auch von Kumpel leihen, damit er was auf die Birne hat. Damit er nicht schon eine Lampe kriegt, bevor er den Roller überhaupt gekauft hat. So, wir sind jetzt da angekommen, wo der Roller steht, den wir uns vorher in der Zeitung oder im Internet ausgesucht haben. Haben uns vorher schon mal informiert bei YouTube, gebt da einfach ein, kommen so viele Videos, seht da schon mal so ein bisschen, ist das Ding scheiße, dann gucken wir uns das schon mal an, bevor wir überhaupt mit dem Besitzer sprechen, wenn der vor der Tür steht. Ohne dass der das sieht, weil die erzählen alle, der Roller ist der geilste und läuft und macht und tut und Checkheft gepflegt. Naja, das ist ganz normal. Gucken wir uns mal den allgemeinen Zustand des Rollers an. Das ist ganz wichtig, dass wir das einfach mal sehen. In was für einem Zustand ist der, sieht der ordentlich aus. Und ganz wichtig auch, schon mal gucken, ist hier irgendwo, das sehen wir, hier sind überall Schrauben, ist hier irgendwo Plastik abgebrochen. Hier vorne zum Beispiel haben wir so ein kleines Ding, was aber noch nicht ganz so wild ist. Also ganz wichtig, auch ruhig mal so ein bisschen dran rumrütteln. Das ist auch gut, weil dann seht ihr, sind diese ganzen Geschichten einfach okay oder nicht. Dann gucken wir natürlich unter den Roller. Haben wir da irgendwelche Spuren von Öl oder ähnlichen Geschichten? Auch eine entscheidende und wichtige Geschichte, dass wir uns das mal angucken. Ne? Von der anderen Seite machen wir natürlich genau das Gleiche. Gucken das auch nochmal an, stellen fest, Hauptständer, schon mal eine gute Sache. Nicht nur der Nebenständer, das ist schon nicht schlecht. So, nachdem wir dann mit dem Verkäufer gesprochen haben, oben wieder runtergehen, der natürlich erzählt hat, dass das der Hyperroller ist. Überzeugen wir uns davon, ist da ein Handbuch bei, haben wir hier. Ist die Betriebserlaubnis dabei, haben wir auch. Ganz wichtig, wenn es ein 125er ist, auch gucken, TÜV bei 50er, wichtig, Betriebserlaubnis. Zwei Schlüssel dabei, auch cool. Das sieht schon sehr ordentlich aus. So, als nächsten Schritt kontrollieren wir, ist das Zündschloss original, ist da irgend schon mal was rumgefrümelt worden, vielleicht mit einem Schraubenzieher drin oder ähnliches. Dann gucken wir, Spiegel, sind die vernünftig fest, ruhig mal dran rütteln. Anderen Spiegel, auch das gleiche, gucken dann zum Tacho hin. Gucken mal, stimmt der Kilometerstand mit denen überein, was er mir gesagt hat. Ist auch eine wichtige Geschichte. Dann gehen wir weiter. Dann machen wir mal das Helmfach auf. Gucken da mal die Scharniere, wie sind die, wackelt das extrem. Dann hier die Abdeckung von der Batterie ist da, auch eine gute Sache. Hier das Schloss funktioniert vernünftig, ist auch ganz wichtig. Könnt ihr hier nochmal sehen, hier ist das Schloss. Das muss vernünftig leicht aufgehen. Dann nehmen wir das Ding mal. Lassen das mal so runterfallen, sehen, schließt, auch schon mal nicht schlecht. Ist diese ganze Geschichte in Ordnung? Geht hier das Licht? Die Kontrollleuchten erstmal. Da sehen wir, die grüne Kontrollleuchte leuchtet, das Licht geht. Dann gucken wir mal, Hupe. Geht auch. Fernlicht geht auch, die Kontrollleuchte ist auch an. Dann sehen wir hier, wie warm ist er. Und so, wie viel Benzin ist noch drin, hier an der Seite. Diese Anzeichen funktionieren alle, die Anzeigen, das ist ganz wichtig, weil sonst müsst ihr euch rumärgern, bleibt stehen, weil kein Sprit mehr da ist und, und. Mal anlassen und dann nochmal prüfen. Und dann können wir sehen, Licht geht hier, Fernlicht geht auch, also schöne Sache. Hier auch mal gucken, alles stabil, die Griffe sind nicht verlutscht, nicht abgebrochen und ähnliches. So, dann überprüfen wir die gleiche Geschichte hinten. Das geht der Blinker, sehen wir, ist hier, geht auf der Seite, geht der Blinker auf der anderen Seite, geht auch mal dran rütteln, dass die fest sind, da wird auch gerne dran rumgebastelt.
Dann gucken wir. Geht das Bremslicht? Geht. Das ist schon mal gut. So, als nächster Schritt ganz wichtige Geschichten. Wir haben hier zum Beispiel einen Hauptständer. Schon mal super, weil nur auf den normalen Ständer kippt die Karre um, dann habt ihr Plastik kaputt, kostet richtig Geld. Ganz wichtige Geschichte. Dann gehen wir weiter, gucken einfach mal, ganz wichtig, Bremsscheibe, wie sieht die aus? Die sieht noch verhältnismäßig gut aus. Ist hier irgendwo Öl, vielleicht von den Stoßdämpfern, dass die kaputt sind? Können gleich auch mal gucken, Profil der Reifen, super. Dann eventuell hier an der Seite steht irgendwo so eine Nummer, da steht dann Monat und Datum drauf, wie alt der Reifen ist. Wichtig ist aber, dass ihr guckt, dass da keine Risse drin sind, dass das Profil genug ist. Das ist entscheidend. Das Gleiche machen wir natürlich auch hinten. Gehen wir auch bei hier der Stoßdämpfer gucken, ist hier irgendwelche Flüssigkeit, die eventuell ausläuft. Dann gucken wieder hier. Auch keine Flüssigkeit, Reifen sieht gut aus, hier sieht der Reifen auch gut aus, keine Risse, nix. Das ist schon mal eine ganz wichtige Geschichte. Bremsscheibe gucken wir uns hier nochmal an, da haben wir sie, sieht auch ordentlich aus, hier auch kein Ölverlust vom Stoßdämpfer und. Also schon mal im Großen und Ganzen nicht schlecht. So, also die Beleuchtung haben wir gescheckt, die Armaturen haben wir auch gescheckt. Jetzt ist ganz wichtig, wir gucken mal hier Auspuff. Weiß ja jeder, wo der ist. Ist das der Originalauspuff? Da guckt er mal hier rein, ist da irgendwo untergeschraubt oder so ein Kram. Müsst euch eventuell auch mal hier drunter legen und nach unten gucken. Da könnt ihr gleich sehen, sind diese Schrauben, die wir hier überall haben, so wie hier, sieht man. Da ist noch nichts dran geschraubt worden. Hier auch. Ansonsten sind die blank, wenn die geschraubt worden sind. Da dann wissen wir schon mal, dass der nicht so viel drum rumgeschraubt hat. Fußrasten für den zweiten. Hier Fußrasten für den zweiten auch wichtig. Gucken. Die müssen fest sein. Nicht, dass er den verliert unterwegs. Ganz wichtig, hier diese ganzen Schläuche. Die müssen alle fest sein und müssen alle dicht sein, weil das ist ein Unterdrucksystem. Und wenn da irgendwas nicht dicht ist, springt die Karre nicht mehr an oder läuft wie ein Bund Wurzeln. Wir achten dann noch auf solche Geschichten hier. Hier haben wir zum Beispiel einen Lackschaden, eine Schramme. Könnt ihr euch mal angucken. Das Zeug davon, hier haben wir das auch nochmal. Wenn wir das jetzt hier vorne zum Beispiel auch noch hätten, oder hier an der Griffe, dass ein Griff weggebrochen ist oder ähnliches, dann können wir davon ausgehen, dass der Roller sich schon ein paar Mal auf die Seite gelegt hat. Und so deswegen das natürlich auch bitte nachgucken. Ja Leute, die am Anfang noch nicht das mitgekriegt haben, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch, bedanke mich bei allen, die mich abonniert haben, mich gesehen haben, ja, hau mir jetzt hier nochmal einen Kuchen rein und denkt dran, es kann nur besser werden. Bis dann, euer Roller Rolf. Lecker. Oh, jetzt habt ihr mal ein Haar hier oben aber gesehen. Die 23, die ich noch habe.